Willkommen zurück zu einer neuen Barto Eliso. Nein, willkommen zurück bei einem neuen Part American McGee's Alice. Wir drücken jetzt den Hebel, Leute. Ja. Ist jetzt ganz doof. Ich glaube ja. Ich stehe doch davor. Na komm. Wieso? Hallo, Alice. Soll ich mich jetzt verkackeiern? Wieso? Habe ich was an der Steuerung gemacht, oder? Hä? Okay. Da kann ich den überhaupt nicht drücken. Nö, ich muss den drücken. Aber aus irgendeinem Grund will sie es nicht tun. Ich weiß nicht wieso, Leute. Entweder stehe ich nicht richtig oder... Ich bin gerade zu doof. Alice. Aber sag bloß, das geht mit der Waffe nicht. Nee. Das hat mit der Waffe nichts zu tun. Hä? Oder geht das nicht? Moment. Hat das eventuell was mit dem Spiegel da unten zu tun? Weil der spiegelt auch nicht das eine Bild, ne? Hä? Ich glaube eher, hier ist irgendein Rätsel, das ich machen muss. Aber fragt mich jetzt nicht was. Keine Ahnung. Irgendwas geht hier vor sich. Das spiegelt sich gar nicht, oder meine ich das nur? Kann man durch irgendein Bild hüpfen? Nö. Ja. Was muss ich tun? Jetzt bin ich ein wenig überfragt. Aber ich muss doch den Hebel drücken können. Oder bin ich jetzt bescheuert? Irgendwie geht das aber nicht. Sie macht es nicht. Sie tut es nicht. Ich kann erdrücken, was ich will, Leute. Es tut mir leid. Sie macht nichts. Ich habe auch nichts an der Steuerung geändert oder so. Sie kann aus irgendwelchen Gründen den Hebel nicht betätigen. Ja, was jetzt? Was machen wir jetzt? Nee, nicht springen. Springen nicht. Ach, ich habe doch den falschen Knopf benutzt. Es tut mir leid. Ich habe es auf der Enter-Taste liegen. Ich weiß gar nicht wieso, ehrlich gesagt. Hat mir das jetzt überhaupt was gebracht da unten? Okay. Und was bringt mir das? Ach, wartet mal. Hat sich jetzt eventuell vielleicht einer dieser Hintertüren geöffnet, die zu waren? Kann das vielleicht sein? Kein Wunder, dass der Hebel nicht gedrückt wird, wenn ich die Taste falsch belegt habe. Aber egal, wir haben es ja noch hingekriegt. So, ich weiß nicht genau, aber ich habe die Befürchtung, dass jetzt einer dieser Türen hier aufgegangen ist, die zu waren. Also hier ist das Zeichen. Ja, hab ich doch richtig gelegen. Also dieser Spiegel verursacht auf jeden Fall das, WTF? WTF? Was denn nun? War's das schon hier?
Ist irgendein Rätsel ist das jetzt bestimmt. Nein, ich komme nicht zurück. Ja. Was jetzt? Muss ich mit dem Messer irgendwas abwerfen? Das war ja das Bild, wo wir reingegangen sind im Endeffekt, ne? Ne, passiert nichts. Oder? Hä? War das jetzt richtig oder war das jetzt falsch? Ich glaube, das war richtig. Heißt das, wir müssen immer den Spiegel drehen, in den Raum rein und das Bild dann abwerfen, was die Tür geöffnet hat, sozusagen? Oder war das falsch, weil jetzt hier wieder Gegner sind? Ach, verdammt, ey. Was ist das denn hier? Warum sind hier jetzt wieder Gegner? Meine Güte, ey. Ich sterbe gleich. Ich will nicht sterben. Komm schon. Ist er tot? Ist er tot? Ach, dankeschön. Puh. Okay. Glaube ich, speichere mal lieber. Weil ich die Befürchtung habe, dass jetzt da drin auch wieder Gegner sind, ne? Und ich nicht weiß, ob es jetzt richtig war oder nicht. Ah, es ist irgendein komisches Rätsel. Keine Gegner. Ah, das Bild ist weg. Okay. Dann war es, glaube ich, richtig. Das heißt echt, dass ich das Bild, was ich auswähle, die Tür, die sich dadurch öffnet, auch das Bild abwerfen muss anscheinend. Ich glaube, das ist Sinn. Das ergibt Sinn. Na, dann versuchen wir es nochmal. Ich glaube, die anderen muss ich auch noch. So. Was haben wir jetzt im Spiegel? Ein Karo. Eben hatten wir... was hatten wir eben? War das Peak? Nein. Das war Dingens hier. Komme ich nicht auf den Namen, verdammt. Kreuz war das, genau, so. Das ist jetzt Karo. Genau, das soll doch Kreuz sein, oder? So, dann gucke ich mal auf der Seite. Das ist Peak. Peak sind wir noch nicht. Genau, das ergibt auch Sinn. Weil es ist ja die Herzkönigin. Deswegen ist ihr Raum der Herzraum. Und dann müssen wir die anderen Bereiche noch alle machen. So, das war jetzt das Bild. Verdammt, das war es nicht. Ich glaube, das war es, oder? Und ist das richtig, Leute? Ich habe es mir nicht gemerkt. Tut mir leid. War das richtig? War das falsch? Andere Waffe wieder. Ich glaube, es war richtig. Ich muss aufpassen. Es kommen bestimmt wieder Gegner. Verdammt. Ich hab es gewusst. Komm, stirb. Verdammt. Der ist down. Okay, der erste ist weg. So, jetzt den hier noch. Ah, er schießt schon. Ich treffe ihn ein paar Mal. Ah ne, er ist gestorben. Gut, gut. Good job. So, das heißt jetzt noch der eine Weg, ne? Ja, ist nur noch der Hutmacher da. Okay. Dann haben wir das gleich. Dann müsste sich das Tor zur Herzkönigin öffnen. Und ich denke, dass wir dann wohl dahinter die Herzkönigin treffen. Kann das sein?
So. Das müsste jetzt Karo sein. Nein, Pik. Genau, Pik ist richtig. Karo hatten wir ja eben. Stimmt. Okay, dann halt zu Pik. Und den Hutmacher abwerfen. Und dann kommen wir bestimmt zur Herzkönigin, Leute. Ich bin ein wenig aufgeregt. Ich glaube, es neigt sich dem Ende zu. Ich sag das schon voll oft, ne? Und immer wieder werde ich enttäuscht. Okay. Immer das gleiche Spiel. Der Hutmacher diesmal. Hier. Gut. Ja, es ist offen. Leute, es ist offen. Ich habe es richtig gemacht. Wir werden sehen, wer es jetzt kommt. Ob es wirklich das Ende ist. Ob wir gegen die Herzkönigin kämpfen. Was wird geschehen? Aber ich denke mal, erst kommen jetzt nochmal zwei dieser blöden Gegner. Gehe ich von aus. Ja, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht, du. Oh. Ach. Ist ja nicht toll. Mit seinen Tricks. Der ist aber tot. Der ist aber tot. So, und der andere noch. Da ist nämlich noch einer. Stirb. Dankeschön. Okay. So, ab in den Herzraum. Ich bin gespannt, du. So, bevor wir jetzt da reingehen. Nein, beende ich nicht die Folge. Ich werde nur einen kurzen Save Point hier setzen. Und wir gehen hinein. Der Gegner? Nein. Bravery and I are not on intimate terms. My natural curiosity is tempered with caution. Thus I've lived long. But now, ignoring my instinct to flee or fib, I speak the truth without regard to consequence. Your courage deserves no less. You've suffered great pain, and you've caused some. You've endured deep grief and feelings of guilt, but you will be tested by a more wrenching anguish, Alice. There is worse to come. You and this Red Queen cannot both survive. You are two parts of the same... Oha. Das heißt schon nichts Gutes. Das heißt gar nichts Gutes. Jetzt hat Alice gar keinen mehr. Okay. Was wird passieren? Es ist der Endkampf, Leute. Es ist der Endkampf. Gott, ist die hässlich. Gott, ist die hässlich. Oh mein Gott, ist die hässlich. Ja, toll. Ja, was macht die denn da? WTF? Was macht die da? Ist mal weg da. Aus ihrer Sicht weg. Nein, 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 nein. Diesmal nicht. Und ich glaube, die Waffe bringt nichts. Ich glaube, diese Waffe bringt wirklich... Nein, 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 nein. No, no, no. Ich konnte ausweichen. Ich kann ausweichen. Nein, du kriegst mich nicht. Nein, verdammter Mist. Oh, ist das unfair. Ist das unfair. Ah, toll. Wie soll ich die denn... Verdammt. Verdammt. Es ist der Endkampf, Leute. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird.
Aber ich treffe die gar nicht, habe ich das Gefühl. Oder soll ich das hier benutzen? Bringt das überhaupt was? Ja, super. Ich bin tot. Toller Kampf. Ich blicke gerade nicht wirklich, was ich tun muss. Können wir das nicht überspringen? Nee. Boah, ist die hässlich, ey. Ab mit ihren Kopf. Ach ja. Es trifft irgendwie gar nicht, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ich treffen soll. Ich muss es mit dem Messer probieren, denke ich. Und ich muss in Bewegung bleiben. Ja, ich muss in Bewegung bleiben. Wegen dieser blöden Attacke. Ich weiß nicht, ich treffe die gar nicht so. Bis auf Messer werfen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, mal getroffen. Aber so kann das ja ewig dauern. Egal, aber es scheint zu helfen, wenn ich in Bewegung bleibe. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich treffe, ganz ehrlich. Ich hoffe es einfach. Weil ich nicht weiß, wie ich sonst vorgehen soll gerade. Es ist eine Strategie, aber ich glaube ein bisschen umständlich. Ich einfach immer um diese Säulen renne, dann trifft sie mich nicht mit ihrem Blödsinn. Ich glaube, ich treffe sie auch überhaupt nicht, ne? Ach, verdammt, Mann. Egal. So scheine ich aber länger zu überleben. Wie eben. Blöde Attacke. Nein! Nein, 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 nein! Ach, verdammt, ey. Wenn die mich einmal hat. Man hat keine Chance, da rauszukommen. Das hat mir gar nichts abgezogen. Das trifft nicht. Verdammt, dann nehme ich jetzt die Karten. Und ich bringe die was. Die müssen einfach treffen. Oh, ich visiere die gar nicht an, sehe ich gerade. Das Gefühl, ich visiere die nicht wirklich an. Ah, Mann, verdammt. Ich brauche so ein Ding, Leute. Ach, verdammt. Trefft auch. Ich habe immer das Gefühl, ich treffe die kein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich treffe sie kein bisschen. Ich sammle extra mal alles ein, aber irgendwie... Ja, bist du nicht toll. Ich hoffe, der trifft sie. Ach, ich nehme doch eher das Messer, glaube ich. Habe ich das Gefühl, treffe ich besser. Ja, damit habe ich eher das Gefühl, damit ich treffe. Ach ja, ist er nicht toll. Ihren Attacken. Komm, ich habe sie getroffen, das hört man. Ich weiß noch nicht, wie viel die aushält. Ich habe keine Ahnung. Lass mich in Ruhe damit. Deinen blöden Attacken. Hab getroffen. Aber die hat mich auch getroffen. Ei. Ist nicht toll. Ich treffe. Ich treffe, auf jeden Fall treffe ich. Nur wird es eine längere Zeit dauern, glaube ich. Ich muss gucken, dass ich in Bewegung bleibe, ich merke es. Weil diese Attacke darf mich nicht treffen. So, ich habe sie nochmal getroffen. Ah, die trifft mich aber auch, die blöde Kuh. Ich muss was zu meilen haben. Nein, ich wollte doch gerade... Oh, Mann... Ja, lass mich los, du blöde Kuh. Mistvieh. Ja,
Na toll, gegen das die Säule geworfen. Das ist eine richtig doofe Attacke. Komm schon, tauch doch mal auf. Nein! Oh, das ist doch nicht wahr! Hinter der Säule! Ich kann mich da nicht draus befreien, ey. Ich kann mich daraus nicht befreien. Da. Da. Okay. Nicht getroffen. Oh ja. Ist ja nicht toll. Nein. Ja, ich habe sie getroffen. Ich habe sie getroffen wieder. Und diesmal hat es ihr wehgetan, anscheinend. Nein! Mein Gott, wenn diese blöden Scheiß-Dinger kommen und ich hängen bleibe, dann hat die mich sofort, ne? Diesmal hat sie mir aber nichts abgezogen. Stirb doch mal bald. Gott, ey. Hält die aus. Nein. Ja, bist du nicht toll. Mit deinen blöden Attacken. Ja, Treffer. Wieder getroffen. Ach, verdammt, diesmal hat sie mich richtig heftig getroffen. Und ich hänge schon wieder. Ich muss das einsammeln. So viel einsammeln wie geht. Ist hier die Wiese. Verdammt, jetzt gerade treffe ich sie wieder gar nicht. Komm, wirf doch! Oh, was soll ich dagegen machen, wenn sie nicht wirft, Mann? Echt. Das ist eine blöde Attacke, ey. Lass mich in Ruhe damit. So, jetzt geht's mir wieder besser. Lass mich in Ruhe. Mein Gott, jetzt hat sie mich wieder extremst getroffen. Oh je, oh je, oh je. Da hinten ist es erschienen. Oh, verdammt, ey. Das hätte so schlecht ausgehen können. Nein! Oh, wäre ich nicht gesprungen, Mann. Ach, ist sie nicht toll mit ihren Tricks hier. Komm, sammel das ein. Ich brauch was. Ja, Treffer. Treffer. Komm schon, tauch auf. Tauch auf, bitte. Ich brauch es jetzt. Ach, verdammt, blöde Säule, ey. Das ist mit diesen Pixeln genau. Das ist so kack. Oh, und schon wieder. Mein Gott, ey. Und ich habe nicht getroffen. Jetzt aber. Lass mich in Ruhe mit deinen blöden Attacken. Und wieder getroffen. Nein. Nein. Ach, ey. Wie ist das denn möglich, wenn sie die ganze Zeit mich trifft und mir nicht viel abzieht und jetzt auf einmal so viel abzieht? Das verstehe ich auch nicht. Ja, ich versuche es im nächsten Part nochmal, Leute. Leider ist die Zeit schon wieder um und ich hoffe, dass ich es im nächsten Part schaffen werde. Also, bis dann. Macht's gut.